Möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Ich wollte einen machen. Wollt ihr beide euch euer Leben lang so siezen? Was geht dich das an? Lass die beiden das doch so machen, wie sie wollen. Scheiße, Antoine, ich rede nicht mit dir. Wann hörst du endlich auf, uns ständig auf den Keks zu gehen und mich jedes Mal, wenn ich rede, zurechtzuweisen? Mir zu sagen, dass ich meine Klappe halten soll. Wie blöd ich bin. Ich will nichts von dir, also hör auf, mich zu nerven. Kinder, nein, 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 wirklich. Hört auf. Hast du gehört, wie sie mit mir redet? Wie redest du mit mir? So wie du es verdienst. Sonst redest du nicht so mit mir, Suzanne. Dann fange ich jetzt damit an, okay? Ich werde jetzt immer so mit dir reden, wenn du mich nervst. Ah, jetzt verstehe ich. In Ordnung. Das ist ja süß. Du bist ja so richtig niedlich. Hm? Willst du vor deinem Bruder cool aussehen? Bist du so, weil er da ist? Richtig? Sie versucht dich zu beeindrucken. Lulu, funktioniert das? Beeindruckt sie dich, Lu? Hm? Lu, Lulu, Hulu, Hulu, hey! Lulu, ho, ho, ho. Wovon sprichst du? Wovon sprichst du? Mama, scheiße! Susanne, die Nachbarn. Das ist Blödsinn, klar? Es hat überhaupt nichts mit Louis zu tun. Wieso willst du mich immer demütigen? Wieso willst du immer alle demütigen? Du nervst, verfluchte Scheiße! Aber Susanne, komm doch zurück. Oh, la la la. So lässt du sie jetzt weggehen. Die beruhigt sich schon. Oh, warum? Warum nur? Oh. Also, ja, ich hätte gern etwas Kaffee, Katrin. Oh ja, Katrin, ich hätte gern etwas Kaffee. Antoine. Was, Antoine? Antoine, 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 was? Antoine, 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 was? Ja, das ist mein Name. Ich heiße Antoine. 24 Stunden lang, ich hab die Nase voll. Antoine! Gut. Ich habe einen schlechten Moment gewählt. Ich wollte sagen, ich bin glücklich, dass wir hier sind. Alle zusammen. Vielleicht später. Zwölf Jahre war ich nicht dort. Familie. Du kannst sie nicht ausstehen, oder? Nein. Es kommt vor, dass man mit Leuten verwandt ist und nicht fühlt, dass sie einem nahestehen. Und die man verlässt. Freiwillig. 12 Jahre lang. Und dann die Idee eines gemeinsamen Essens. Um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Zu sagen, wie viel Zeit noch bleibt. Und seitdem nichts. Mit meiner Mutter, ja, manchmal. Meine Schwester kenne ich kaum. Sie war 10, als ich weg bin. Und meine Schwägerin. Sie soll charmant sein. Und dann mein Bruder. Aber warum habe ich Angst vor ihnen? Es könnte schön werden wie in den Romanen, wo alles gut ausgeht. Wir würden uns am Ende mögen. Wir würden über dumme Sachen lachen. Die Augen verschließen vor Fehlern. Oder sie würden mir Vorwürfe machen. Mir nichts verzeihen. Sie würden weinen und schreien wie in sinnlosen Fernsehserien. Geheimnisse, Tränen, Vorwürfe. Aber was würden sie tun, wenn ich ihnen sage, dass ich nicht mehr wiederkomme? Endgültig. Und damit ihre Erinnerung zerstöre. Was wird passieren? Ich bring dich um! Es ist nicht vorhersehbar. Und dennoch, es ist nur ein Familienessen. Es ist nicht das Ende der Welt.